Jetzt nochmal, Mist des Nussi Charizard. Die News mit Snus, das sind die News mit Snus. Und die News mit Snus. Die News mit Snus. Kriegst du heute ein erstes Tattoo? Ist es heute soweit? Ich rede mal mit meiner Frau. Und wenn sie sich ja, der Frau will auch. Wenn der Frau darf, dann darfst du auch. Wenn sie macht, dann würde ich auch. Meine Frau macht das nämlich auch mehr clever. Die kommt dann immer, während ich tätowiert werde, und sagt: Schönes Tattoo. Und läuft weg. So dieses, möchtest du vielleicht auch ein Tattoo? Genau, die Frage. Ja. Aber, wenn wir mal schauen, hier sind wir schon im Bleach-Bereich. Wenn der Dominik mal rüber schwenkt, sieht man hier schon auf dem iPad die Vorlage, die es wird. Der junge Mann ist ganz tapfer. Sein erstes Tattoo, gleich sowas Oranges. Unsere allzeit bekannte Patricia Black ist auch schon im Gange. Die quält meinen ehemaligen Gesellen, hoffentlich so richtig. Das wird so richtig oldschool. Und hier gibt es so eine, ich weiß nur nicht, ob er gefilmt werden möchte, so Totenkopf mit Hut und weißt du, Los Santos, dieses Spanier gibt es heute. Weil er kommt auch aus Spanien, wohl heute Morgen oder gestern frisch eingeflogen. Das könnte man sagen. Ja, aber ich weiß nicht, ob er gefilmt werden möchte, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, film ich dich. Ja, film mich und später bist du reif diesmal wieder. Was? Lässt du dir auch was machen? Diesmal nicht. Aber ich, da sehen wir später. So, ich hab die GoPro. Guck mal hier. Was ist hier los? Kannst Elfen aus Bruchtal. Ah. Chantal. Hallo. Hallo. So, wer möchte zuerst? Was gibt's denn? Samuel, Video drehen. Wir machen gerade die Gewinnerpacks auf. Was habt ihr denn Tolles gezogen bei den Gewinnerpacks? Zeig sie ihm, er muss gucken. Wir haben eine schöne Trainer-Pullout-Karte und eine richtig schöne Karte. Mega geil. Ich habe tatsächlich die Dame davon, aber ich bin auch cool. Ja, Mann. Die Dame geht aber zu weit schon. Richtig ne? Cool. Okay. So, also. Hallo Samuel. Ich gesell mich mal zu dir, ist das okay? Ja. Ich sitze jetzt einfach gegenüber von dir und halte mal so ein Ding auf dich, ist das okay? Ja. Darf er das, Papa? Logisch. Darf er das? Gut, warte, dann stelle ich das mal hin. Dann gucken wir mal, geht es nach unten? Ja, geht bestimmt nach unten, wenn ich das da drin habe. So, der Samuel ist heute Erster bei den Junioren geworden, das funktioniert nicht so ganz, und hat jetzt so ein paar Preisbooster. Das sind 5 an der Zahl und ein, das wäre Booster, ist halt cool. Ja. Dann darfst du mal öffnen, los. Aha, resealed quasi, ne? Ein Luftseil. Ein Gardevoir. Ein Gardevoir. Ui! Fließende Angriffenergie. Und eine Metallenergie. Und noch eine Wasserenergie. Oha! Ich finde die Holo-Effekte von dem sehr, sehr cool. Ja. Okay, nächstes Booster. Garados. So. Hattest du Spaß? Ja. 4-1 bist du gegangen, gell? Ja. Ich hab's gesehen. Und hast du deinen Papa wenigstens abgezogen? Ich konnte nicht gegen ihn spielen. Ja, er hat einfach zu schlecht gespielt, ne? Meinst du, daran lag es wahrscheinlich? Das lag nur daran. Meine Schillinge, mein Trank, ein Bammelin, eine
zu gewinnen. Meditilas. Eine Fuente. Ein Opex. Ein Hefe. Oh, hey. Forschungsprofessor Fuller, zeig's mal für die Kamera das mal um. Ist so schön. Cool, weiter geht's. Deine Schwester erwartet auch. So. Nächstes Pack. Noch ein anderes. Ein Proton, ein Chanaira, ein Sonderbonbon, ein Hefel, ein Schlickbrie, ein Richter. Könnt ihr mal kurz warten? Nein. Ein Bojelin, ein Ferkuli, ein Voltrell und ein Cremanzo. Wir unterbrechen kurz dieses Opening für eine kleine Sonderwerbeunterbrechung. Moment. Da wurde laut geschrien, warum? Das ist nur Koraido und Alpha. Ja. Ist ja nur Koraido Full Art. Da. Ich krieg Codes zugesteckt. So, Samuel, da sind wir wieder zurück. Bis morgen. Tschüss. So. Oha, hast du nach Kara aus dem Pack gezogen? Mhm. 35 Euro. Das gemacht. Show me, what you got? So, Toxel, Trassler, Vulcano, Schuppet, Trutzband, Griff Zeppelin, ein Nestball, Sweeps, Olivino, Nio, und Toxiquark EX. Oh, jawohl. Weiter geht's. Ja. Guck mal, wir versuchen was ganz Wildes. Warte mal. Okay. Eine Energie. Noch ein bisschen hoch. Versuch's mal so zu halten. Eine Energie. Ein Carpador. Ein Magnetilo. Ein Energieumschalter, ein Knattox, ein Otuska, Mesalona City, Griff Zeppeli, Humanolid, Krokel und Olitena. So, hast du noch ein Pack hast du noch, gell? Ja. Ja. Richtig? Okay. Also, eine Metallenergie, ein Energieumschalter, ein Knattox, ein Scampisto, ein Mehikel, ein Haltera, ein Nigiragi, Jim, Hefe, Mehikel und Resladero. Cool! Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Das waren deine Packs, Samuel. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Tribute wieder, ne? Ja. Du bist Bescheid. Paldea entwickelt sich oder Entwicklung oder evolved, ich habe keine Ahnung. Ja. Entwicklung in Paldea. So, was geht denn hier eigentlich ab? Hier traden sie schon wieder. Ja. Sie schon wieder getradet. Du willst also ein Gardevoir. Ich will Gardevoir. Gib mir Gardevoir. Ich sehe mich. Oh mein Gott. Ich brauche Gardevoir. Ich will Gardevoir. Also, der junge Jaden möchte gerne aus dem Bälleparadies abgeholt werden und braucht Gardevoir. Mama ist schon da, sehr gut. So, was habt ihr da vor? Du hast schon Packs geöffnet? Ja. Aber ich sehe, da fehlen noch ein paar. Ja, da fehlen noch ein paar. Guck mal, machen wir es mal so. Ich zeige es auch für dich. Wir stellen die Kamera jetzt einfach so hin, dass sie genau sie aufnimmt, weil, haha, herzlichen Glückwunsch, ich bin gerade im Blog. Halte die Karten am besten einfach vor die Kamera und guck dadurch, ob du sie im Fokus hast, ne? Also so. Also du bist voll im Bild. Wenn du willst, wir picken dich nach Hause. Natürlich nicht. Wer will so viel arbeiten? Ich möchte das nicht. Ist das jetzt das? Das ist das Gewinnerpack.
Mit dem Flur. Das wird mit dem Schneegefühl. Ganz kurz, wer hat einen Pepper? Würde ich gar nicht so weit finden, wenn ich hätte. Hast du schon gekocht? Wenn man Packs aufmacht, muss man vorlesen, was da drin ist. Achso, das ist jetzt zu spät. Ein Riolo. Das war wie ein Profi. Oha, Riolo. Oha, Riolo, ohne Cremazzo. Das ist schön, ein bisschen mehr. Das ist super schön. Ich find's geil. Das guckt genauso wie ich immer. Oh, das ist voll schön. Zeig's mal für die Kamera. Guck, das guckt wie ich. Das steht einfach irgendwo und hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es ist. Auf Platz 3 ist die Annabelle. Auf Platz 2 ist die Sophie. Einmal hier 3, einmal 1 für mir. Bleib hier, Daniel, bleib hier. Auf dem ersten Platz der Junioren ist der Samuel. Sehr schön. Eins für mir. Entschuldige, wir drehen hier. Bitte konzentriert aus hier, ne? Wir drehen hier vorne, danke. Ja. Ich hab mal so einen Luftballon für euch. Weiter geht's. Ich hab alle einen Segelgüter. So, wir sind jetzt bei der Masterklasse. Auf dem 25. Platz ist heute der Abdul. Abdul, danke, dass du da warst. Der versteckt ist da hinten. Du kriegst 3 Packs. Nehmen darfst du, wo du willst, natürlich. Und eins bei mir. Ja. Gerne, gerne. Beim nächsten Mal wieder. 24 habe ich eine Michelle. 3 und 1. On the 23rd place, 3rd place, 23 is our Ronald. You won one game. Yeah. 22 ist der Daniel Hoffmann. Was? Chantal! 21! Danke. 19 habe ich eine. Nein, 20 ist der Simon. Auch wieder 3 wie immer. 19. Janina. Auch 3 für dich. 18. Ich habe mir die 3 geholt. Der Herr See. Aber wir gucken sie beide uns an. Nein, der Herr See. 17. Laurin. 16. Habe ich eine Kim. Kim. Gratulation. Auf dem 15. Platz habe ich einen Mick. Jetzt darf er nachher nach vorne kommen. 3 Stück bitte. 14. Pascal. 3 hast du noch 3? 2 habe ich noch rausgehört. Holy moly. Auf Platz 12 ist die Nadine. Nie. Ja. 11. Violetta. 3 Stück. Platz 10 ist der Noah. Noah, sehr schön. 3 hier, 1 bei mir. Platz 9, Marco S. Hat noch nie Pokémon gespielt, macht 9 da easy. Easy, durchgespielt. Kyoki Prime auf Platz 8. Ich muss den Namen nicht erinnern. Alles gut, das bleibt jetzt so viel mehr drin. Toll. Toll. Auf 7 ist eine Olga. Herzlichen Glückwunsch! Platz 7, 3 Packs. Ja. Eins bei mir. Platz Nummer 6 steht bei mir Peter Unlustig. Das doch. Perfekt. Christopher Meixner auf Platz 5. Platz 4 ist der Markus. Ja, sehr schön. Ach, vielen Dank. So, hast du 4? Hast du 4? Ja, genau. Danke sehr. Auf Platz 3, Matthias.
Auf 1 extra und 3? Extra 3. So, jetzt kommen wir zu den beiden Finalisten. Platz Nummer 2. Ein großes Buh, bitte, für den schlafenden Glurak. Susi, Charizard, Kai. Buh! Er hat nur gecheatet. Kai. Yes. Zwei von mir. Nice. Dankeschön. Platz Nummer 1. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Nummer 1 geht an unseren Sebastian. Sebastian, herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz im Feminist. Du kriegst 3 extra Packs von mir. Du darfst dir 3 hier rauswählen. Und dann habe ich noch ein paar, habe ich noch so 4 Booster. Moment, würde ich noch. Hey, hallo. Sie fehlt ja. Aha! Habe ich jemanden übersprungen? Name? Das lief zweimal bei Christoph, also Noel. Christopher hat es heute. Ah, guck, ich habe den Noel vergessen, auf 13. Schade. Ja, natürlich kriegst du auch. Guck mal, drei Packs. Du kriegst noch 3 Packs. Natürlich auf Platz 13 ist die Noel. Schämlich. So, ich habe jetzt noch 1, 2, warte, 2, 3, 4. Die 4 Junioren können bitte vorkommen, die kriegen noch extra Booster. Einmal. Dreimal, wo ist die da? Schnell, guck mal hier. Herzlichen Glückwunsch, vielen Dank, dass ihr da wart. Der Sebastian kriegt noch von mir was, der kriegt noch eine Matte. Und ich habe jetzt Spaß mit 4 Booster Packs. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Bis zum nächsten Mal. Die originale Melanie aus Bruchtal möchte Arcani. Garados. Beide wären auch okay. Aus 2 Packs, ich mach Scholler. Dann Abfahrt. Unbezahlte Werbung. Ich krieg's halt auf. Das ist so schwierig. Guck doch mal deine Hände an und meine Hände. Bitteschön. Merci. Rechnen wir keine Französisch, ich verstehe das nicht. Was? Hab ich gern gemacht. Was? Nix. Achso, wegen Merci und so? Ja. So. Ich denke mal an die Schokolade. So, was jetzt? Jetzt kommt. So. Halt nett. Mach mal nett. Nein, eine. Wie eine? Bei den neuen eine. Nur mach eine? Mal eine. Eine. Trau mir. Gut. Und jetzt? Ah, umdrehen. Ah, das hit vorne scheiße. Verdammt. Abfahrt. Sie wird schon nervös, es hat geglitzert. Sie hat schon wieder was gesehen. Quatsch. Lass dich aber nicht spoilern. Ich mach gar nichts. Die letzte Karte glitzert nämlich immer. Haha. Jetzt sieht sie es gerade aus. Sehr lustig. Aber es ist ein normaler Holo. Doch. Ein Klippe. Das ist, weil du nicht dran geglaubt hast. Gut, ich bin tief am nächsten Pack auf jeden Fall. Aber das musst du alleine schaffen aufzubekommen. Oh Gott, da scheitert es ja schon. Das drin. Ist wie die Büchse von Pandora. Oh. Guck mal hier. Das geht aber schwer. Guck mal, ich hab's hingekriegt. Ja, jetzt was Nächstes. Jetzt was Gutes. Jetzt ist was Gutes. Eine Karte. Konzentrier dich erstmal. Konzentrier dich. Füße. Magie, nutz deine Magie. Der Bruchtal. Ist dir übrigens aufgefallen, dass alle Karten einen grauen Rand haben? Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, sieht schön aus eigentlich. Finde ich auch. Das Pachirizo ist in dem anderen Artwork super schön. Da sitzen zwei so Pachirizos, die knurren so. Ein bisschen lauter reden. Ich möchte nicht lauter reden. Geh doch mal ein bisschen lauter. Nein, möchte ich nicht. Zieh was. Wow! Wow! Alter, Big Hit, Miraidon in Illustration Special. Oh, halt mal die Kamera. Alter! Damn! Du hast dran geglaubt. Siehst du? Die Magie hat funktioniert. Hat funktioniert. Schön. Siehst du? Toploader, Sleeve. Bitteschön. Toploader. Beide? Nur eine. Okay. Nimm das. Dankeschön. Hab ich gern gemacht. So, tja, hat sich das Pack öffnen doch gelohnt. Jetzt habe ich doch kein Geld verdient. Wird rausgeschmissen. Du bist schuld, wenn ich keinen Arbeitsplatz mehr habe. Weil du die Karten nicht gekauft hast jetzt. Natürlich. Was hat er jetzt gezogen, Alter? Ich hab gezogen. Jo, mir dein Alter. Kannst du noch was? Dafür gewinne ich beim richtigen Lotto. Ihr habt mir nur die gegeben, wo nichts drin war. Toll. Ja, Absicht. Ich habe auch nur beim ersten nichts gezogen, weil der Daniel mir das aufmachen musste. Ja. Das war's. Ja, du hast die Magie rausgenommen. Wenn der Daniel vor die Finger drauf hatte.
Hat man beim letzten Battle of the Boxes ja gesehen. Ist halt wirklich eine schöne Karte, gefällt mir sehr gut. Das Miraidon. Das ist eine Special Illustration Rare. Das sieht schick aus. So, willst du mal zeigen, was du da hast? So. Let's go. Ich weiß nicht, ob die anderen Booster drin waren, aber es nichts verpasst, weil es war eh nur Schmutz drin. Ja, GoPro ist leider überhitzt. Ja, GoPro ist überhitzt. Machen wir hier weiter. Komm, jetzt hier für die Cam. Immerhin irgendwas. Ganz egal. Ah, da sehe ich mich sogar. Hallo. Okay. Komm schon, jetzt muss was kommen. Das ist unfassbar. Nichts. Hier ist schon wieder der blöde Fisch, mit dem wir gespielt haben. Ich mag ihn gar nicht mal nach dem Spiel. Und, aber das Interessante, das Price Pack Booster. Sieht man da irgendwas? Nee, man sieht gar nichts. Warte. Jetzt ist es scharf. Ja. Das machen wir auf. Da sind nicht viele Karten drin. Aber wenn was drin ist, kann es richtig teuer werden. So. Nichts. Und? Nee, leider Schade. Auch nichts. Aber immerhin Zweiter geworden, habe ich gehört. Immerhin Zweiter, ja. Mega happy. Zweites Spiel, offiziell. Cool. Hat echt Spaß gemacht. Ich könnte direkt weitermachen. Also, kommt gerne mal im Pre-Release-Turnier vorbei oder auch wann immer anders da gespielt wird. Hier ist richtig cool und ich glaube, wir gehen heute gar nicht mal rein. Gut, du noch? Mit auf die andere Seite. Da musst du jetzt ein bisschen kommentieren. Mhm. Aha. Leider nichts. Okay, immerhin. Okay, Double Trouble. Ganz in Ordnung. Nice. Wie heißen mehr jetzt die Art Rare Karten? Genau, das sind die Illustration. Illustration Art? Genau, die Illustration Rare. Jo! Jo! Und eine EX. Auch noch Barnett, eins meiner Lieblingsmonster. Echt? Mhm. Eigentlich alle Geister-Pokémon, okay. Also die meisten Geister-Pokémon. Stimmt, hast du erzählt, stimmt, du bist Geister-Fan, genau. So, komm, Mausfamilie haben wir. Rasa. Bakel. Bakel. Oh, die ist hübsch. Die tüten wir direkt ein. Oh mein Gott, ist das eine wunderhübsche Illustration Rare. Oh mein Gott. Ich glaube, ab sofort muss sie deine Packs aufmachen. Ja, kann gell? Das sein? Wie viel Strahlili möchten sie? Ja. Ja. Schöne Karte. Oha. Schatz, du machst in Zukunft alles auf. Das hier wird dann auch noch relevant. Jetzt ist hier bestimmt den Big Pull. Pikachu V-Max 400 Euro auf Kartmarkt. Aber echt jetzt? Glaube unrealistischer Wert. Ja, aber immerhin für 400 Euro. Komm, zieh mir noch irgendwas Gutes aus dem letzten Booster. Mhm, ja, komm. Und? Nix. Und? Jetzt aber komm! Oh. Alter, du machst nur noch meine Packs in Zukunft auf. Oh mein Gott! Oh das ganze Glück ist bei ihr gelandet, kann ja, das sein? Nice. Gyarados EX in der Full Art. Schaut euch diese die EX Farben an. Die sind auch richtig nice geworden. Ja. Nice. Sehr, sehr schön. Also du hast jetzt noch zum Finale. Drei Booster, drei Hits. Und jetzt muss es richtig können. Komm. Bei ihrem Glück ist jetzt das 400 Euro Pikachu ja, drin. So. Okay. Okay. Auch nichts. Aber immerhin eine schöne Energiekarte. Ja, voll zufrieden. Das ist es! Das ist schon nett. Nett schlechte Puls. Also nett schlechte Puls bei ihr. Ja, ja, bei mir. Guck mal, hier ist die ganze Seite voll und sie zieht aus drei Boostern. Guck mal, wie er sich direkt zu seinen Karten gelegt hat. Das fällt mir gar nicht auf. Ja, sie hat gut gepult und jetzt gehören sie dir. Ja, perfekt.
mein Nacken ist, speziell meine Haut ist, auf gut Deutsch gesagt, dort sehr schlecht. Und dementsprechend hatte ich teilweise sehr interessante Gefühle während dem Tätowieren. Also da waren ein paar Stellen dabei, das war Pain Level 1000. So echt? Musste ich noch nie die Fäuste ballen, ja. Ich habe da so, gerne wie mir das erklärt, ist das, weil ich dick bin oder nicht, kannst du nicht sagen, so Rillen am Hals hinten in der Haut. Oh, ja, ja, ja. Und dort war... Oh, echt? In den Rillen hat's... Oh, das war Hölle. Ich habe so den Stuhl so... So schlimm war das nicht. Oh, doch war's. Es war schlimmer wie Schienbein, fand ich. Aber sonst, seid ihr mir jetzt easy. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, das muss der Dominik richtig rum zusammenschneiden, ist die Reaktion, wenn der Ramon das erstmal sieht vorhin, das war. Und darf ich das jetzt schon erzählen? Der Ramon lässt es heute auch machen. Echt jetzt? Mhm. Sein erstes? Bis jetzt ist es mal noch so geplant, ja. Boah. Er hat zu der Patrizia gesagt 100%, soll Termin blocken. Voilà. Alles klar. So, da ist es. Ich bin jetzt offiziell Eigentum von Ramon Kuppers. Darf ich mich wieder umdrehen? Ja. Alter, die Farben sind krasser geworden, als ich dachte. Heftig. Sehr schön. Sehr schön. Und jetzt geht's hier weiter. Bist du zufrieden? Ja. Ah, das kam jetzt auch noch. Mhm. Guten Morgen. Ich bin sehr zufrieden. Nice. Ich bin immer zufrieden. Ja. Wollen wir Folie drauf nochmal? Oder? Sollen wir ein bisschen lassen? Ja? Ha! Ich bin einfach Profi, ne? Du machst es fragen. Weil es leuchtet jetzt und das Ding ist da oben an. Ich weiß nicht, ob wir Ton haben, aber... Doch, wenn das Ding oben an ist, hat er Ton. Ohne den Studiertus, wenn ich hier so drehe, da, kann ich das dort tun. Ha! Ich wäre ein neuer Videoclip. Take die zweite. Sind jetzt 2 Jahre mit uns, ne? Oder? Ja. Wird es hier so langsam Zeit für das Mo unter die Haut zu bringen, oder? Schau mal. Schau mal in meinen Nacken. Nee, du bist schon verrückt. Sitzt halt nur die Folie drauf, aber ich kann dir gerne mal zeigen, wie es aussieht, wenn die Folie ab ist. Du hast schon Macke. Du bist schon verrückt. Offiziell gehöre ich jetzt dir. Geil, oder? Ist geil, oder? Gestern geil. Zum Schluss. Mhm. Ich selbst bin nicht symmetrisch wegen meinem Haltungsschade mit dem Kopf und Knie. Und darum haben wir das mit der Farbkleckse gemacht, dass es nicht unsymmetrisch wirkt, weißt du? Aber ich kann da sagen, das war eins der schlimmsten bis jetzt. Weil es im Nacken so wehtut, oder? Ja, wegen deiner Rille, weißt du? Und in deiner Rille, Pain Level 8000. Wie lange ist das jetzt fertig oder muss noch? Nee, ist fertig. Wie lange hat es gedauert? 2 Stunden. Okay. Und heute habe ich mir noch eins für die Mama machen gelassen. Bin ich schon seit 9 da. Oh. War geil, oder? Wird langsam mit Platz eng. Offiziell Battle Bear, jetzt gebrandet. Jetzt sind verrückt. Kann ich nichts anderes mehr sagen. Offiziell gebrandet. Battle Bear for life. Ja, weil der Dominik war dann gegen Schluss nicht mehr da. Der kommt gleich wieder. Und dann macht es noch einmal sauber, dass man noch einmal fertig der clean Hand noch erschaut. Ja. Ramon. Was? Was wird das? Das wird gar nichts. Das wird gar nichts? Nein, das wird gar nichts. Ja, ja, ja. Perfekt. Das wird gar nichts. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Das wird nichts. Doch, doch, das wird was. Das wird nichts. Das wird was. Das wird gar nichts. VIP-Platz. Und mit einer Verrückten muss ich den ganzen Tag arbeiten. Jeden Tag, den ganzen Tag. Manches gibt Schlimmeres, ne? Aber nicht viel. Oder? Mega. Und wann kommt das nächste?
Jetzt müsste ich nur, sie sollst ein bisschen höher noch schieben. Oh wow. Nee. Das ist richtig gut. Mega geil. Auch die Schattierung leicht, ne? Ja. Das ist richtig gut. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich es ein bisschen höher setzen kann. Mach hier keine Angst. Ich. Laurus? Wann kommt das neue Laurus-Dinosaurus-Comic? Wenn ich Zeit habe. Nein, du hast gesagt am 30. Februar. Stopp mal, das geht ja gar nicht. Also 28. Februar 2024. Mhm. Jawohl, du musst mir sagen, ich kenne keine Themen. Wie, du kennst keine Themen? Du bist doch hier die neue Designerin. Schriftsteller-Artist-Comic-Designerin. Ja. Was? Alles gut, Digga, mach schon super. Laurus, ich brauch den Comic. Ich denk dran. Kann das für mich ein Manga, kann das ein Manga werden, mir egal. Okay. Den verkaufen wir hier dann, okay? Ja, wir machen so ein. Der originale Laurus Dinosaurus Comic, natürlich verkaufen wir den. Ja, genau. Ja. Du bist jetzt der neue Kameramann. Ich bin der Bruno, ich bin der Kameramann. Gut, dankeschön, Laurus. Auf Kamera ist es. Wann kommen wir raus? Am? Keine Ahnung. 28. Februar 2024. Ja. Ja? Safe. Ja. Hand drauf. Ja. Okay, warte. Jetzt habe ich Angst. So, ist gemacht. Deal ist drin. Du bist ein was? Ich bin ein Scheibenwischer. Hä? Tja. Rivera. Hast du deine E-Mails gecheckt? Deine eigenen Battlebay-E-Mails? Zu googeln. Hast du mir eine Mail geschickt? Hab ich dir eine Mail geschickt? Oder hat den Kunden eine Mail geschickt? Oder vielleicht der Cedric? Oder vielleicht irgendjemand anderes? Aha, also, warte. Nils? No. Wie spät ist es? 13.39 Uhr. Und was hat er nicht getan? Mails gecheckt. Es ist 13.39 Uhr und ich kann immer noch nicht weiterarbeiten. Es was machen 13, so lange da es drin? Es ist 13.39 Uhr und ich habe keinen Bock mehr, Events auszuliefern. So, stopp, andere Frage. Hast drückt du sich da jemand wieder vor der Arbeit? Nein, alles gut. Hab ich Facebook? Seit 5 Jahren nicht mehr. Okay, dann musst du den Facebook-Account machen, der nicht in Nils Tänzer musste ich auch, musste ich auch. Alter. Ja, du machst ja auch Social Media, ich bin Card Market. Gehört E-Commerce, gehört Marketing dazu und Marketing ist Social Media und Social Media ist wichtig und... Richtig. Korrekt. Abonnieren. Fehlt da eins drin? Weiß ich nicht, ich soll es auf Zulose. Nee, mach das mal bitte auf, wenn das so braun versiegelt ist. Die sind beide braun. Ha. Was? Ha. Aufmachen, kontrollieren. Kann man ruhig zeigen, weil wir sind ja. Also ist nicht unser Fehler. Nee. Okay. Was gut. Soll denn sowas? Ah, okay, gut, dann stimmt's so. Doch, aber. Ja. Ich war irritiert. Also. Was war jetzt los? Da ist einfach random ein anderes Pack drin. Warum auch immer. Also, dass sie die aufmachen, zum selber kontrollieren, ob alles da ist, ist ja in Ordnung. Ne? Also. Ich mach sie auf. Ich muss halt kontrollieren, ob da alles drin ist. Das ist ein komplettes Case, weil bei Weiß-Schwarz ist es halt so, dass die Cases feste Raritäten haben. Ah. Ne? Und wenn du jetzt aber hingehst und nur ein halbes Case hast und verkaufst, kannst du nicht sagen, ja, da sind Hits drin oder nicht. Mhm. Und wenn dann jemand bei uns einkauft und sagt, ich hatte keine Hits, mach dir die Packs auf, bis ihr die Hits habt und verkauft dann den Rest weiter. Tut so, als wären noch Hits drin. Ja, deshalb, also wenn ich persönlich, also ich bin ja der Einzige vom Laden her, der Weiß-Schwarz kauft und aufmacht. Und daher kaufe ich dann immer ein ganzes Case. Dann kann mir niemand sagen, ich mache auf, bis meine Hits draußen sind. Weil ob ich jetzt random die Packs kaufe und ich habe das Glück, dass alles drin ist oder nicht, kann ich halt nicht beweisen im Nachhinein. Deshalb kaufe ich mir immer eine komplette Box, mache sie für mich privat auf, dann hat der Laden damit nichts zu tun. Und wir können immer sagen, das, was ihr bei uns kauft, kommt legit aus dem Case. Habe ich nichts dran manipuliert oder aufgemacht. Weiß ich nicht, was für Hits drin sind. Ne, ist immer dann Zufall. Und wir kriegen ja auch sehr oft die Response, jetzt auch letztens erst live im Laden, dass Leute dann Hits gezogen haben, haben gesagt, ey cool, ihr verkauft einzelne Sachen, hier sind noch alle Hits drin. Ich bin super froh, hier einkaufen zu können. Aber auch andere Stores etwa nicht?
Es gibt Stores, die machen, also die gehen hin, im Case sind vier Hits drin, die machen dann auf, vier Hits und der Rest wird dann weiterverkauft. Es gibt die, die es dran schreiben, ja, die schreiben dann Searched oder Dead Case oder was auch immer, verkaufen sie dann halt billiger weiter. Ja, und es gibt welche, die sagen es halt nicht. Das ist ja heftig. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, also man muss halt vorsichtig sein. Hat auch beim letzten Set, gerade bei diesem Hololive 2 jetzt, haben sie einen Post auf Twitter gemacht, dass man vorsichtig sein soll, dass es wohl Leute gibt, die das so machen. Hm. Und weil da gerade ganz teures Zeug drin ist, wird gesagt, passt auf, wo ihr kauft. Kauft beim Händler eures Vertrauens. Also bei uns. Um den Status bemühen wir uns sehr. Deshalb kauft gerne bei uns. Clip it. Das machst du schon wieder. Ey, du, der hört nichts. Ne? Ich habe viermal gerufen, der hat sein Mucke zu laut gemacht, dann bin ich hingegangen, sag zum Aaron, mal gucken, ob er sich erschreckt. Er arbeitet natürlich ganz konzentriert, ich gehe hin, Herr Decker. Und dann hat er sich erstmal erschrocken. Oh Mann, ich hoffe, das hat jemand geklippt. Ah. Hi, liebe Menschen da draußen. Du jetzt so, Nils ist gefeuert. Der hört nichts. Ich hab gerade so irgendwie... Nein, keine Ahnung. Boah. Hallo Nils, ja, ich schreib's dir jetzt direkt auf Discord. Danke. Habe ich gern gemacht. Holy. Abonnieren! So lustig. What? Ich würde gern was reservieren für Sandra und mich für ihr Geburtstag. Spontan. Jetzt habe ich gerade gefragt, wann der nächste Termin wäre. Ja, Freitag, der 21. Juli 2023. Keine Frage. Was die sind nur richtig spontan dort. Was ist es denn? Die ging um so Therme, wo du so teilweise so mit Massage und so. Mm. Dann nett. Und für wann hättest du gebraucht? Ich hätte Bock gehabt nächsten Freitag, weil der hat zu Geburtstag. Ah. Läuft. Kraft, aber echt Kraft. Läuft bei uns. Schnell und bergab. Ich bin übrigens heute am. Bin ich. Ja, bergab laufen wir ein bisschen schneller. John Wick. Oh! Nein, wie knapp! Ich wünsche euch einen schönen Tag, dankeschön. John Wick wäre stolz auf mich. Also, dass du dir das gefallen lässt. Oh. No! Das wird immer closer. Vorher etwas größer. Hä? An dem du nicht hier bist. Kommt alles zurück. An dem du nicht hier bist, der ist übermorgen. Ne, stimmt, du bist am Samstag hier, gell? Der Danny wollte eigentlich streiten immer. Ja. Hätte super geklappt. Dankeschön dafür. Ich bin immer schuld, wenn du wegen Events hier arbeiten also, musst, gefühlt. Guck mal, vielleicht war das ja schon der April-Scherz. Was? Bushy Road. Das ganze Event. Ich habe mich richtig hart verarscht. Vielleicht. Nein. Ich warte. Übrigens glaube ich nicht, dass es ratsam ist, mich am Samstag in irgendeiner Form zu veräppeln, wenn 250 Leute hier im Lade sind und ich vielleicht ein bisschen gestresst bin. Ich warte drauf eigentlich. Eine lockere Atmosphäre. Dass Leute samstags trotzdem hier vor der stehen, weil sie gedacht haben, wir machen April-Scherz. Dover kann ein Event nicht fallen, an dem wir samstags den Einzelhandel zulassen. Stimmt, das fällt mir aber erst hin. Oh wow, es wird uns niemand glauben. Es glaubt uns safe niemand. Ja, was? Ne, wir haben ja für Samstag den Einzelhandel geschlossen, weil so viele Leute im Laden sind. Hm. Es klappt uns ja niemand am 1. April. Es wird uns nimmer. Nee. Stimmt. Es werden alle da sein. Bestimmt. Oh no. Wenn du vorne drauf stehst, sagst du, hier kommt ihr denn rein? Nur mit Event-Bencher. Denk, ja, erzähl doch nichts. Und dann stehst du, doch. Ja, das kann schon werden. Alle Spieler, die samstags immer hier sind, werden hier sein. Magic, Digimon, Yugi. Und wenn ich denke, wir haben einen April-Chat gemacht. Sollten wir das vielleicht nochmal ganz klar überall posten, dass es kein April-Scherz ist? Aber dann denken sie wahrscheinlich, so wenn du jetzt eine Insta-Story machst, so. Das Schlimme ist, wenn du das noch betonst, dann glaubt sie erst recht niemand gefühlt. Eben. No.
No. Wir können es den Leuten nur sagen, es ist kein April-Scherz. Definitiv nicht. Tja, guess we'll find out. Dominik, also, ich fürchte am Samstag. Ich? Es haben schon Leute angerufen. Oh no, es wird uns niemand glauben, daran habe ich gar nicht gedacht. Oh. Was hast du denn nicht gedacht? Ja, wir haben am ersten April auf dem Pendel, dass wir am Samstag der Einzelhandel zu haben, wenn es der erste April ist. Scheiße. Alles steht mal. Ja, guter Witz, guter Witz. Hier, aber lass mich rein, ich will Packs kaufen. Du so, nein, du kommst hier nicht. Da musst du wirklich vorm Laden stehen. Geschlossene Gesellschaft. Du kommst hier nicht rein. Mal Cousin. Ja, das wäre ja okay, ja. Aber der Michael wird halt nicht. Ich stehe da noch Michael, die würden trotzdem reingehen. Wenn wir Michael die Haare zurückkämmen. Ich stehe mit ein paar Gewichten noch da, okay? Ein paar Gewichte. Achso, der Pump vom Laden. Der Flexpumpe. Links 5 Kilo, rechts 5 Kilo, oder? Nein, 2,5. 2,5. Oho. Maschallah. Aber dann viel Wiederholung, oder was? Auf Ausdauer. So, läuft das Ding? Läuft. Ist das Ding an? Ist da jemand drin? So, wir haben jetzt Freitag. Schon viel zu spät. Eigentlich wollten wir das Outro früher drehen. Eigentlich sollte der Danny dabei sein. Aber der Danny, der ist ja lieber am Nahrungsmittel zu bereiten. Deshalb machen wir das Outro jetzt ohne den Danny. Ja, was wollten wir? Die Ergebnisse vom Tattoo-Tata. Es hat sich so entwickelt, dass der Danny und ich, wir haben jetzt ordentlich Skin in the Game. Wir sind da jetzt ordentlich verwurstelt. Und da ist das Ding. Der ist echt. Wahnsinn. Ja, hat die Matrize sehr toll gestochen. Verheilt gut. Alles Roger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es nicht zu Hause nach. Und wenn, redet vorher mit uns. nur unter Aufsicht. Ja, ich hoffe, ihr habt es genossen. Das war dann der 41er. Mhm. 41er. Der ist dann rum. Wenn ihr das schaut, haben wir ein Mega-Event hier im Laden. Das Bushy Road Springfest. Da geht es nochmal richtig rund. Und haben wir eigentlich nächste Woche was oder können wir mal ausschlafen? Ich glaube, da können wir mal ausschlafen. Ja, es macht Spaß, es geht rund. Ihr seht, wir haben jedes Wochenende Events. Wir haben hier, die Ereignisse überschlagen sich und trotzdem haben wir noch Zeit, um uns tätowieren zu lassen. Ja, genießt, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und abonniert. Glocke, das kostet nichts. Abonnement hört sich nur teuer an. Das erneuert sich, aber da müsst ihr nichts dafür bezahlen. Liken. Abonnieren, Glocke drücken, dann verpasst ihr auch kein Video. Und bis dann. Ich bin ein richtiger Profi.